Hallo, heute gibt's wieder ein neues Thema. Diesmal ist eine Bastelgeschichte. Ich habe mir hier beim Amazon das Truecal Tattoo-Set gekauft. Da kann man sich selber Klebetattoos drucken und die sich dann auf die Haut kleben. Das ist doch schön und das werde ich heute vorführen, wie das geht. Da sind 5 Bögen, Druckbögen drin und 5 Bogen Klebeübertragung. Und ich zeige, wie es geht. Und wenn man das bearbeitet hat, bekommt man am Schluss so einen Bogen. Da ist vorne eine Plastikfolie, die zieht man ab. Und hinten ist der Druckboden, das macht man dann mit Wasser weg. Und da hat man die Motive, die kann man dann ausschneiden, wenn man Lust hat. Und das werden wir heute machen. Und jetzt habe ich das erstmal gezeigt, worum es geht. Dann wird der Arbeitsablauf gezeigt und danach mache ich mir hier ein paar noch auf die Haut. Ich habe ja schon welche und da gibt es noch ein paar mehr. Jetzt gibt es ein paar Computerbearbeitungssachen und die schauen wir uns an, wie das geht. Also ich habe hier meine schönen Tattoos und jetzt geht es darum, wie man die herstellt. Das erste ist die Motivsuche. Und da gehen wir jetzt hier in das Drawpad von NCH, das benutze ich ganz gern. Und vorher mache ich das Vorschaubild kleiner, weil wir wollen sehen, was wir haben. Ich habe also hier jetzt eine Serie von Bildern gemacht mit Foto, also mit Filmmotiven und so weiter. Das werden wir zu einer weiteren Druckvorlage zusammenbauen. Und ich könnte jetzt das rechteckige Bild einfach übernehmen, aber runde Bilder, also hier dieses runde Tattoo, ist besser. Das schält sich auch nicht so schnell ab wie eine Ecke. Und rund ist auch einfach hübsch. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich werde dieses Bild beschneiden, so dass ich einen runden Ausschnitt bekomme. Jetzt haben wir Auswählen. Da machen wir Ellipse. Und wir gehen hier ganz außen rum. Das werden wir sehen, das ist nicht verkehrt. Und jetzt wollen wir gucken, kriegen wir die Barbie-Gruppe drauf. Ich will dir ja den Kopf nicht abschneiden. Also ich muss nochmal von vorne anfangen, die Ellipse etwas höher legen. Das ist gar nicht so leicht, das zu treffen. Das Armband, da unten ihr Geschenk. So ist gut. Jetzt mache ich Folgendes, ich mache Kopieren. Damit wird dieser runde Ausschnitt in die Zwischenablage gelegt. Und jetzt gehe ich in neues Projekt aus der Zwischenablage. Jetzt hat er mir das runde Bild rausgeschnitten in eine Leinwand, die Canvas, wie das im Drawpad heißt, die das weggeschnittene transparent zeigt. Und es ist wichtig, das transparent zu erhalten. Und das macht das Drawpad mit nur im PNG-Format, weil das PNG eine Transparenzmaske hat. Jetzt machen wir hier Speichern als. Und wir stellen hier unten ein PNG. Und da sieht man, wir haben schon eine ganze Menge Bilder. Und jetzt nennen wir das hier, hier haben wir schon was von der Barbie. Barbie 03 PNG speichern. So, und jetzt kann ich das Drawpad erstmal verlassen. Und dann schauen wir uns das an. Jetzt habe ich hier die Ursprungsdateien, die will ich aber jetzt gar nicht wissen. Jetzt gucken wir mal. Das ist hier, glaube ich, bei Bilder. Das sind die Bilder, die ich jetzt neu habe.
Und da haben wir die Barbie 03 PNG, die rund ausgeschnittene. Da ist sie. Und jetzt ist das gut. Und jetzt schaue ich mir das erst an und dann geht's weiter. So, jetzt geht es mit dem nächsten Bearbeitungsschritt weiter. Jetzt haben wir hier etliche Bilder und die wird jetzt zusammengebunden zu einer Druckvorlage. Und da gehe ich jetzt hier wieder in das Drawpad rein. Das starte ich. Und es gibt jetzt ein neues Projekt. Leeres Projekt. Und jetzt müssen wir erstmal Leinwandgröße ändern. Wir brauchen ein Hochformat und das ist DIN A4. Und da nehme ich als Breite 2100 und als Höhe 3000. Und dann kriege ich das Schnittmuster von DIN A4 und mit 0,1 mm pro Pixel und das reicht aus. Jetzt geht es los mit dem Zusammenstellen. Jetzt machen wir Bild hinzufügen. Jetzt geht der mir hier in mein Verzeichnis und da hole ich mir die Barbie. Und jetzt schiebe ich die hier nach oben. Jetzt will ich den Druckraum möglichst effizient nutzen. Und ich mache mal kleinere Tattoos. Da kriege ich mehr Motive drauf. Mal sehen, ob ich 5 hinkriege. Bild hinzufügen. Nächste Barbie. Öffnen. Das muss verkleinert werden. Das geht hier hin. Bild hinzufügen. Noch eine Barbie. Auch wieder verkleinern. Bild hinzufügen. Da machen wir die, naja, ist egal. Öffnen. Das ist aus der Videospielheldin. Das ist ein ganz lustiger Film. So, jetzt kriege ich hier mit der Größe ein Problem, die machen wir noch ein bisschen kleiner. So, jetzt werde ich die Aufzeichnung hier unterbrechen, weil das dauert jetzt eine halbe Stunde, bis ich das zusammengestellt habe. Und wenn es fertig ist oder fast fertig, dann schalte ich den Screen Recorder wieder ein und dann gucken wir uns, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich die Bildzusammenstellung fertig und jetzt müssen wir das abspeichern und noch ein bisschen nachbearbeiten. Und jetzt machen wir als Speichern als und da habe ich angefangen mit Z, Y, X. Ich fange von hinten an, das mache ich beim Videopad genauso, das sind die Projektdateien und die sagen, wie es aufgebaut ist und die sollte man nicht verlieren. Da mache ich jetzt noch eine B als Doppel und die hinteren könnte man dann eigentlich löschen, wenn man irgendwann mal die Festplatte aufräumt. Die sind aber nicht so groß. So, jetzt Tattoos 03A ist die letztlich gültige. Das ist halt alles doppelt und dreifach gemoppelt. Und jetzt werde ich dieses Bild abspeichern als, jetzt machen wir wieder Speichern als und jetzt
ist das nicht als Projektdatei abzuspeichern, sondern ich mache das, ich mache es mal als BNG, ist egal, 03 PNG, speichern. So, jetzt mache ich Folgendes. Dieses Bild muss noch in Care gespiegelt werden, deshalb gehe ich hier in Öffnen und mache das nochmal neu auf. Das ist Tatus 03 PNG. Mach Öffnen. Jetzt habe ich ein Bild und jetzt gucke ich, dass ich das gespiegelt bekomme. Das muss jetzt erstmal angeklickt sein. Jetzt machen wir horizontal. So, jetzt ist das gespiegelt. Jetzt sind die Schriften hier spiegelverkehrt und das müssen sie sein, weil ich es ansonsten nicht drucken kann. Jetzt mache ich wieder Speichern als und sage, das ist B, ein anderer Name, Speichern. Ich kann das auch nochmal als JPEG speichern. Das ist immer ganz nett, einen Vergleich zu haben. B, ich will das als JPEG speichern. So, jetzt haben wir es fertig und jetzt wird gedruckt. Jetzt schalte ich hier den Drucker ein und jetzt habe ich hier das Druckpapier, da steht hinten Tattoo Inkjet drauf. Das kommt jetzt in die Schublade. Die Schublade habe ich leer gemacht, damit der nicht aus Versehen falsches Papier anzieht oder der ganze Druck verdorben ist. Und jetzt sollte man, damit er das leichter anziehen kann, das dicke Papier, das so ein bisschen hochbiegen, dann findet das leichter. Das ist so ein schweres, quasi ein Fotomatt oder Glanzpapier. Das lege ich jetzt hier rein und die Unterseite bei meinem Drucker wird bedruckt, das heißt die Oberseite, die bleibt oben. Ich lege es rein in die Kassette. So, und jetzt machen wir Drucken. Jetzt gucken wir mal, was hier die Einstellung sagt. Wir gehen jetzt in Einstellung und ich mache randloser Druck. Das ist nicht ganz ungefährlich, weil es kann sein, dass Randstücke abgeschnitten sind. Der Vorteil ist, dass ich ein bisschen mehr Bildfläche kriege und meistens geht es gut. Dann hat er hier automatisch Fotoglanzpapier plus 2 ausgewählt. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das soll mit Fotopapier gedruckt werden. Da kommt mehr Tinte raus, dass es besser wird. Dann machen wir Druckqualität hoch. Und dann müsste eigentlich alles okay sein. Jetzt hoffen wir, dass es was wird. Machen wir das zu, die Klappe auf. Und jetzt wird gedruckt. Drucken. Da macht er jetzt erstmal ein Vorschaubild. Und da sieht man, unten hat das Effenfell ein bisschen abgeschnitten. Aber mal sehen, wie es rauskommt. Dafür sind sie ein bisschen größer. Dann machen wir Druckvorgang starten. Also da sieht man die Tintenstände. So, also so entstehen meine schönen Tattoos. Da gibt es jetzt noch mehr hier.
Das ist in der hohen Qualität dauert das immer besonders lang. Aber das lohnt sich. Lauter schöne Tattoos. Und da gibt es jetzt noch mehr. Ja, da hat er gewutzt. So, das ist jetzt fertig, aber der hat hier einen Fehler gemacht, da hat er ein bisschen Farbe verkleckert und davor wird auch gewarnt, dass das passieren kann und den oberen Rand hat er ein bisschen abgeschnitten. Unten ist alles drauf. Das muss jetzt einen Tag trocknen, ein paar Stunden reicht auch aus, dass das nicht keine Feuchtigkeit mehr hat, sonst geht der Kleber nicht gut dran. Und damit ist die Druckvorlage fertig. Und damit beende ich auch den Teil und dann kommt jetzt noch das Aufkleben. Aber nicht mit dem, weil das ist noch zu frisch. So, jetzt geht es mit der Bearbeitung weiter. Wir haben hier die Druckplatte, die ist getrocknet. Die muss man den ganzen Tag möglichst trocknen lassen. Und wir haben hier ein Klebeträgerpapier. Und das werden wir jetzt hier drauf machen und die Klebeschicht übertragen. Und der erste Schritt ist, hier diese Trennfolie abzuziehen. Und das macht man erstmal nur so ein paar Zentimeter und dann knickt man die Folie um, weil wenn wir alles abziehen und die fällt uns auf das Bild, dann ist das Bild verdorben. Das heißt, wir müssen das jetzt erstmal so abknicken und legen das hier drauf, dass es richtig ausgerichtet ist. Da muss man aufpassen. So, jetzt ist es richtig ausgerichtet und jetzt wird es hier mit dem Geodreieck festgedrückt, dass das blasenfrei anliegt. Das ist wichtig, dass der Kleber überall schön festgedrückt ist an dem Druckbild. Und dann können wir jetzt nach und nach diese Trennfolie hochziehen. Wir legen das rüber. Und dann wird es wieder festgekratzt mit dem Geodreieck. Das erzeugt einen hohen Druck an der Stelle, wo es aufliegt. Und dadurch wird der Kleber gut auf die Druckfolie übertragen. Mal aufpassen, das klebt sofort fest und wenn man das falsch aufgelegt hat, dann ist es schlecht.
Also da muss man sehr aufpassen, dass man es nicht kaputt macht bei der Operation. Drin. Das ist nicht so einfach. Das. So, jetzt kann ich es ganz abziehen. Ist leider ein bisschen schief, aber was soll's. Also da muss man sehr aufpassen bei der Operation, dass man das richtig macht. Leider ein paar Luftblasen reingekommen. Das ist schwer, die jetzt rauszukriegen. So, so ist es gut. Jetzt ist es fertig. Und dann können wir das rausschneiden, die Motive, und auf die Haut übertragen. Also sehr schön. So, jetzt wird das hier ausgeschnitten, die Motive? Haben wir hier unten das schöne Kaugummimädchen. Jetzt können wir da nochmal drüber rakeln, weil das war nicht ganz blasenfrei. Dann haben wir hier die Topmodels, die schneiden wir aus. Auch nochmal drüber die Luftblasen nochmal rausmachen. Und dann haben wir da oben, das sind von Double Bubble, das sind fast 50 Jahre alte Kaugummi-Tattoo-Motive. Die habe ich alle archiviert. Die sind auch in meiner Homepage drin. Wer die Bilder haben will und sich die Tattoos machen will mit den Bildern, muss nur in meine Homepage reingehen. Da findet er das alles. Das sind also große PDF-Dateien, wo diese alten Archivbilder zu finden sind. So, jetzt schneiden wir das aus. Also ich könnte jetzt den ganzen Bogen klein schneiden, aber ich will das nicht ewig lang machen. Ich zeige, wie es geht. Also jetzt tun wir da, gehen wir noch mal rüber. Und jetzt haben wir hier zuerst die Topmodels, die habe ich ganz lieb und die gibt es auf dem Arm. Jetzt muss man diese feste Plastikfolie abmachen.
auch immer fummelig. Na. So, jetzt habe ich das. Jetzt schön aufrecht machen. Und die Haut sollte eher zusammengeschoben sein. Also wenn ich das jetzt in einer angewinkelten Situation mache, ist weniger Spannung in der Haut und dann tut sich's nachher nicht so stark krumpeln. So, jetzt kommt es hier drauf. Und dann macht man das wie bei den normalen Klebetatto nass hinten. Das ist so ein Wasserschiebebild. Und dann kann man das nochmal kräftig dran drücken. Und dann löst sich schon ab. Und dann haben wir die Topmodels hier schön auf der Haut. Handtuch. Da ein bisschen trocken machen. Und schon haben wir ein schönes Klebetattoo. Dann haben wir hier ein schönes Kaugummimädchen. Das gibt es jetzt hier aufs Bein drauf. Dann habe ich nicht nur auf dem linken, rechten Bein so ein Kaugummi-Motiv, sondern auch auf dem rechten, linken. Das ist wieder abrippeln. Die Haut sollte relativ frisch gewaschen sein und rasiert, das ist wichtig. Sonst klebt es nicht und fettfrei. Also da muss man aufpassen, dass das ganz sauber ist. Also da kommt es jetzt aufs Bein drauf. Das mache ich total gern. Ich habe die so lieb, diese Klebetattoos, das ist für mich super klasse. Ich habe das auch bei den Kaugummis, gab es das früher auch, aber die besseren sind diese feuchtklebenden und die gibt es nicht mehr. So, was auch spannend ist, wie gut klebt es auf welcher Hautpartie? Das ist also auch ein spannendes Thema. Also ich habe hier auf dem Bauch eins und hier oben eins, Doppelbappel, das habe ich auch ganz gern. Und auf dem Bauch kleben normal diese Klebetattoos gar nicht gut. Also die, das ist ja ein anderes Klebesystem und das will ich jetzt mal probieren, wie gut die auf dem Bauch kleben, weil die scheinen sich etwas anders zu verhalten als die normalen Dinger, die man so als Nassklebetattoos kriegt. Jetzt kriege ich es wieder nicht ab. Das ist immer schwierig. So, jetzt habe ich es. Das ist ein 50 Jahre altes Doppelbappel-Motiv. Und das mache ich mir jetzt hier zur Pippi Blocksberg auf den Bauch. Noch schön. Ich habe einen Nabelbruch. Wie es sieht, ich weiß nicht, ob es rauskommt. Und der Arzt hat gesagt, muss man das operieren? Und die haben gesagt, naja, das ist nicht so schlimm, das kann es auch. Eben wird. Das. So. Noch ein schönes Tattoo. Und jetzt mache ich mir hier noch am Bein welche hin, weil das ist interessant, das Wadenbein ist normal die Region, wo so Klebetattoos am besten und am längsten halten. Aber bei denen habe ich das Gefühl, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Also die kleben hier nicht besser als woanders.
So, das gibt's hier. Schön festdrücken, dass der Kleber sich mit der Haut gut verbindet. So, jetzt höre ich auf. Sonst kann ich noch eine ganze Stunde lang die ganzen Tattoos verkleben. So, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Jetzt habe ich viele schöne Tattoos. Mal sehen, wie lange sie halten. Ich habe da noch keine Erfahrung, weil ich das neu habe. Ich habe mir das gerade gekauft und habe gesagt, ich mache da gleich ein Video draus und führe es vor. Und weiß noch nicht, wie lange sie halten. Also, weil manche haben sich schon angefangen, an Ecken abzurollen nach 2 Tagen. Und bei einem, das hatte ich auf der Hand, da ist beim Händewaschen in diese Falten Wasser reingegangen und dann hat es nicht mehr richtig gehalten und dann habe ich es weggemacht. Also das ist, da halten manche besser, also muss man sehen, wie es ist. So, jetzt habe ich schöne Tattoos und jetzt hören wir mit dem Video auf und tschüss! So, jetzt gibt es noch zum Ende eine Fotoserie. Da schauen wir noch mal ein paar von den Tattoos an und wie das gemacht wird. Also man sieht diese Folie, das ist an sich eine dünne Plastikfolie als Trägerfolie, die man auf die Haut draufklebt und die von der Rückseite halt bedruckt wird. Und deshalb muss man es spiegelbildlich machen. Es geht sehr schön, aber man sieht auch, dass das wellig wird und man muss die Haut möglichst zusammendrücken, also nicht gestreckt machen, sondern zusammen, dass es spannungslos ist, dann gibt es nicht so viel Krumpeln. Also das ist wichtig, da wird es schöner. Und da sieht man auch wieder die Krumpeln, also die zu vermeiden, das ist wichtig. Die Bilder sind aus Prinzessin Lillifee, Topmodels, das ist altes Bubblegum-Zeug, Pinterest und sonst wie. Von den Urheberrechten ist das eine Privatkopie, das ist erlaubt. Und die Veröffentlichung von sowas war bisher rechtlich nicht abgeklärt. Aber das ist jetzt mit dem Geringfügigkeitsprinzip auch rechtlich in trockenen Tüchern. Also das ist so unbedeutend, dass man sowas veröffentlichen darf. Also es darf aber nicht gewerblich sein. Mit dem Moment, wo ich damit spezifisch Geld verdiene, also solche Tattoos verkaufen würde, die ich aus fremder Kunst mache, dann muss das natürlich lizenziert werden und man muss die Umsätze teilen. Da sieht man auch, das ist am Bein, wie sich das schon relativ schnell zusammengewickelt hat, das Tattoo. Also die Haltbarkeit am Bein ist nicht so doll. Und wenn man die Drucke macht, muss man sehen, dass man das Blatt möglichst gut ausnutzt. Da hat man mehr vom Geld. Das sind 5 Bögen. Die man da kauft und das kostet etwa 15 Euro, also so ein Bogen kostet 3 Euro Material. So, jetzt bin ich auch ziemlich am Ende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und viel Spaß, wer es auch machen will. Tschüss.